Servus Leute, heute gibt es ein etwas simpleres Video. Das heutige Video handelt von YouTube an sich, denn ich bin generell ein riesen Fan von YouTube. Ich schaue YouTube schon seit Jahren. Das ist jetzt schon mein 4. YouTube-Kanal, glaube ich. Ich mache das schon seitdem ich 13, 14 bin und ich schaue fast täglich Videos auf YouTube. Aber es gibt ein paar Entwicklungen, die vor allem in letzter Zeit zugenommen haben, die mir einfach nicht so gut gefallen und über die mag ich heute mit euch reden. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Studioproduktionen. Was meine ich damit? Ihr kennt das sicher, euch wurde sicher schon vorgeschlagen und habt sicher auch schon mehrere Videos davon gesehen. Diese ganzen Tonight Shows, BuzzFeed, WatchMojo, was auch immer. Fernsehsendungen oder irgendwelche Internetseiten, die YouTube immer mehr nutzen. Und ich verstehe, warum sie es machen. Ich habe Wirtschaft studiert und ich weiß, warum es wirtschaftlich nicht dumm ist, dass sie auch auf YouTube eben ihre Sachen verbreiten. Aber als YouTube-Liebhaber ist es mir ein ganz schöner Dorn im Auge. Ihre Sachen sind nicht schlecht, das sage ich ja gar nicht. Ich meine, es hat eine hohe Produktionsqualität. Ist ja auch klar, weil ein ganzes Studio eben dahinter steht und ein riesen Team an Leuten, die sich mit jedem Aspekt der Videoproduktion auskennen. Aber trotzdem finde ich nicht, dass das Sachen sind, die auf YouTube gehören. Für mich geht es auf YouTube darum, Leute zu schauen, die gleichen Interessen haben wie ich oder auch welche, die nicht die gleichen Interessen haben, aber irgendwie sympathisch in uns und dann deinen Horizont in gewisser Weise erweitern und du Sachen lernst, die du nicht dachtest, dass du lernen wirst. Und bei diesen ganzen BuzzFeed Tonight Show Videos, da gibt es einfach keine Person dahinter, mit der ich mich verbinden kann. Und wenn ich mich mit einer Person nicht verbinden kann, dann interessiert es mich nicht wirklich auf YouTube, dass ich mir die anschaue. Und ein weiteres Problem daran ist, dass sie einfach ein Studio haben mit hunderten Leuten und sie deswegen zig Videos am Tag raushauen können. Ich meine, die Hauptseite von BuzzFeed hat alleine 4000 Videos jetzt und hat jeden Tag weiß nicht wie viele Videos raus. Und deswegen steigt auch einfach die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann mal dir ein Video von denen vorgeschlagen wird. Und wenn es dir mal vorgeschlagen wird, sie einen guten Titel wählen, was sie ja machen, ein gutes Foto machen, was sie ja machen, weil sie es können. Du wirst draufklicken und es dir anschauen, es wird dir weiterhin vorgeschlagen. Und so nehmen sie halt auch Plätze weg von Leuten, die vielleicht auch viel Arbeit reinstecken, aber halt nicht diesen Output erzeugen können, weil sie eben alleine sind oder ein kleines Team. Und deswegen wird es immer unwahrscheinlicher, dass euch irgendwelche kleineren Kanäle auf der Seite vorgeschlagen werden oder auf der Startseite. Und ich finde es echt schade, weil es gibt echt viele Leute da draußen, die wie ich sich sehr bemühen und versuchen echt guten Content zu machen und sich weiterzuentwickeln. Aber wenn es dir von der Plattform nicht gerade leicht gemacht wird, deine Community zu steigern und deswegen weniger Leute kommen, die dir auch Feedback geben können und du besser werden kannst, wird es schwer, diese Studioproduktionen irgendwann mal einzuholen. Finde ich schade, aber ich kann auch YouTube verstehen, weil sie eben immer mehr mit Fernsehen und Netflix konkurrieren wollen und deswegen wollen sie auch längere Videos, damit du mehr Zeit auf YouTube verbringst und eben auch Studioproduktionen, damit die Produktionsqualität ähnlich ist wie bei den anderen Plattformen, mit denen sie konkurrieren wollen. Damit einhergehend eigentlich Punkt 2, die Trends. Ich meine, die Trends hat was ist ein Trend? Ich weiß nicht, vielleicht verstehe ich es falsch, aber so wie ich die Trendseite verstehe, ist es oder sollte es sein, dass die Videos, die gerade viel angeschaut werden oder geliked werden oder kommentiert werden, keine Ahnung, die werden da drinnen sein, denke ich, denkt man. Wenn ich auf die Trendseite gehe, dann erwarte ich halt Videos mit hunderttausenden Aufrufen, die halt gerade in den letzten Tagen viel angeschaut werden. Aber wenn du durchscrollst, kommst du auf Videos mit 20.000 Aufrufen oder so. Warum sind die da drinnen? Weil sie von Variety, BuzzFeed, was auch immer, von diesen Plattformen sind. Von großen Produktionsfirmen, die qualitativ hochwertigen Content liefern für YouTube und deswegen wollen sie das auch fördern. Ist meine Theorie, vielleicht liege ich ganz falsch, vielleicht weiß ich nicht, ich kann es mir wirklich nicht erklären. Vielleicht kann es mir irgendwer erklären. Ich weiß nicht, wie man in die Trends kommen soll. Schaut es durch, es werden Musikvideos sein, es werden Studioproduktionen sein und Casey Neistat vielleicht, von dem ist jedes Video drinnen. Ich persönlich nutze die Trends nicht, weiß nicht, ob ihr sie nutzt. Ich bezweifle, dass ich da jemals in entfernter Zukunft reinkommen werde. Auch schade. Der dritte Punkt, billige Videos. Jetzt habe ich ja in den letzten beiden Punkten ganz schön auf die Studios hingebasht und dass sie uns unsere Jobs klauen. Die klauen unsere Jobs! Die klauen unsere Jobs! Dass sie uns unsere ganzen Plätze wegnehmen und deswegen muss ich jetzt auch noch uns Videoproduzenten, uns unabhängige Content Creator an die Mangel nehmen, ans, wie sagt man? Ich sehe leider immer mehr, meistens sind es die großen YouTube-Kanäle, dass sie relativ billig und schnelle Videos produzieren. Die meisten YouTuber, die ich verfolgt habe, fangen ab einem bestimmten Punkt an, einfach nur noch Fragen zu beantworten oder irgendein Video, was in ihre Nische passt, was möglichst billig zu produzieren ist, das werden sie ganz oft raushauen. Ich bringe nicht täglich Videos raus, deswegen weiß ich nicht zu 100% wie es ist, aber ich kann mir vorstellen, es ist so schwer, sich jeden Tag eine neue
brillante Idee einfallen zu lassen. Aber wenn man das Budget hat, denke ich, dass man da schon ein bisschen mehr machen könnte. Also im Sinne von Einzelleute einstellen, die vielleicht für Ideenfindung und einen Schnitt zuständig sind. Damit du zumindest ein bisschen mehr liefern kannst, als du mindestens machen musst. Weil ich glaube, das ist das Problem. Sie wissen einfach, dass wenn sie ein Video rausbringen, es so und so viele Views fix bekommt, weil die Zuschauer es einfach schauen werden, weil sie einfach die Person so gerne haben und es ihnen eigentlich egal ist, was diese Person macht vor der Kamera. Und ich finde, das sollte nicht der Fall sein. Ich finde, wenn du YouTube machst, weil du gerne Videos machst, sollte das nicht dein Ziel sein. Du sollst nicht nach dem Mindestziel gehen, sondern du sollst immer versuchen, zumindest ein bisschen dich zu steigern. Als positives Beispiel, vielleicht kennt ihr ihn, Julian Bam. Er schafft auch nicht täglich Videos rauszubringen, er bringt auch nur ein, zwei die Woche raus, aber er gibt sein Bestes und ich finde es cool und ich würde es ihm gönnen, wenn er jetzt bald der größte YouTuber im deutschen Raum ist. Also hey, Julian, mein Approval hast du, falls du das Video siehst. Cooler ab. Gut, Punkt 4, Clickbait. Clickbait ist eh schon zu Tode geredet, ich werde jetzt nicht so stark darauf eingehen. Clickbait stört mich auch nicht mehr so, weil man erkennt ja, wenn ein Video Clickbait ist, die Video-Thumbnails schauen schon so aus und der Titel ist meistens auch so gewählt, dass du erkennst, okay, das wird wahrscheinlich nicht das sein, was es ist. Also ich falle nicht jeden Tag auf den größten Donut der Welt rein. Ich werde schon wissen, dass da wahrscheinlich irgendein auflassbarer Donut dahinter steckt oder was auch immer. Was mich nur stört daran, ist, dass eben alle Thumbnails sich sehr ähnlich schauen. Jeder hat den Pfeiler, jeder hat irgendwas eingeringelt, jeder hat eine bestimmte Art, einen Titel zu wählen. Ich nehme mich da nicht raus, ich habe auch schon Pfeile gemacht und ich habe auch Titel schon so gewählt, dass sie ein bisschen anreizender sind zum Draufklicken. Muss man leider, denke ich, heutzutage, ich kann jetzt keinen sehr abstrusen und artsy Titel wählen, nur weil ich das möchte. Ich kann nicht einfach Orange. Punkt 4. Keine Ahnung. Sowas wählen, da wird kein Schwein draufklicken. Man muss ja direkt sein in der Videotitelauswahl. Was ich verstehe, das Internet ist dafür da, dass du reinschalten kannst, kurz Informationen oder Spaß rausholen kannst, wieder rausgehst. Aber trotzdem, ich fände es einfach schön, wenn jeder irgendwie versucht, mit seinen Thumbnails ein bisschen was anders zu machen und man ein bisschen mehr Farbe da drin hätte. Und auch bei den Titeln wäre es schön, nicht immer nur Superlative zu hören, also der Größte, der Krasseste, der Geilste, die schieß mich tot. Solche Sachen. Es ist nie der Größte. Vorletzter Punkt, falsche Positivität. Auch darüber habe ich schon Videos gesehen. Was meine ich genau damit? Leute, die einfach vor der Kamera so übertrieben gut drauf sind und hey, lächle doch mehr, ich mag dich nur zum Lachen bringen. Spaß. Und was mich daran stört ist, wenn du eine Person bist, die von Grund auf so gut drauf ist und glücklich ist, dann okay, gut, wenn ich das merke, dann okay, sei so. Dann grinst die ganze Zeit und lach und hab Spaß mit deinen Freunden. Wow, yes. Aber das Problem ist, dass diese Typen, sobald die Kamera aus ist, sicher die größten der Welt sind. Man merkt einfach bei vielen Leuten, dass das nur gespielt ist und dass das einfach nur gemacht wird, weil sie wissen, dass vor allem jüngere Leute leider sehr darauf anspringen. Ich persönlich halte so raus, einer Person zuzuschauen, die nicht die ganze Zeit nur lacht und so ein Grinsen im Gesicht hat. Ich meine, ich bin auch gut drauf in meinen Videos, aber ich denke nicht, dass ich so ein Level erreiche mit meiner Gut-Draufheit, dass es gespielt ist. Mein letzter Punkt, jüngere Zuseher ausnutzen. Wenn man älter wird, lernt man immer besser Leute einschätzen. Ich kann es vielleicht auch noch nicht perfekt, aber ich erkenne, denke ich sofort, wenn mir eine Person was vorspielt und wenn sie mich ausnutzen möchte. Das Problem ist, dass viele, vor allem jüngere Leute, diesen Filter noch nicht haben und fremden Leuten viel zu viel Vertrauen schenken und etwas naiver an die Sache rangehen. Vor allem, wenn es ihre Helden oder Vorbilder sind, was ja viele YouTuber und große YouTuber sind. Viele machen diesen Job gut, aber viele wissen genau, in welcher Position sie sich befinden und was sie damit machen können. Ich meine, es gibt Kanäle, die einfach nur versuchen, ihr Merchandise an Leute zu verkaufen. Alle paar Sekunden wird das erwähnt, dass du ein Label kaufen musst, weil sonst bist du nicht cool und gehörst nicht zu ihrer Gruppe dazu. Und das sind die Personen, wo ich eigentlich die größte Wut und Abneigung verspüre, weil erstens mal nutzen sie kleine Kinder aus, um Geld zu machen. Und zweitens sind das meistens die, die nach außen hin auch bekannt sind, also die, die in die Medien kommen, die, wenn man auf YouTube kommt, die man sieht. Und deswegen haben YouTuber einen etwas schlechteren Ruf bei Personen, die nicht so involviert sind in die Plattform und sich nicht so mit den Kanälen auskennen und welche man eher vielleicht meiden sollte oder welche man nicht so ernst nehmen sollte. Und ja, das war's mit meinem kleinen Ärgern, sich mitteilen,
Keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Lasst es mich wissen, wenn ihr mir bei Sachen zustimmt oder bei manchen nicht. War das das veralteste Video, was ihr je gesehen habt? Erzählt es mir in den Kommentaren. Auch wenn ich nicht die größte Community habe, die meine Videos schauen, hey, ich bin sehr dankbar für dich. Und ich liebe es, mit euch zu interagieren in den Kommentaren oder Facebook, Instagram, Snapchat, was auch immer. Ja, schönen Tag noch. Bleibt kreativ und wir sehen sich in ein paar Tagen.